Zugegeben, ein etwas ungewohntes Bild unserer U17-Spieler. Für einen Abend heißt es Schürze statt Trainingskleidung, Küche statt Fußballplatz. Wenige Tage vor dem Start in die zweite Saisonhälfte haben die Nachwuchskicker der TSG in der Sinsheimer Albert-Schweitzer-Schule einen Kochkurs absolviert. Eine Trainingseinheit der besonderen Art. Es ist eine gelungene Sache. Die Jungs, die sehen sich jeden Tag, aber nur auf dem Sportplatz oder in der Umkleidekabine. Und hier ist einfach mal ein bisschen entspannter, auch mit dem Trainerteam. Und es macht riesig Freude. Eingeteilt in unterschiedliche Gruppen geht es an die Zubereitung. Unter der Anleitung von zwei Lehrerinnen kochen die U17-Spieler Leckereien wie einen Apfel-Karotten-Fenchelsalat, Omelette oder eine Linsensuppe. Neben dem Spaß am Kochen geht es vor allem darum, das Bewusstsein für eine gesunde Ernährung zu verschärfen. Die Jugendlichen sollen einfach früh lernen, mit dem Thema umzugehen. Einige leben ja schon in Gastfamilien, also sollen dort auch Inputs geben, einfach das Gefühl dafür bekommen, dass Ernährung und Leistung einfach eng miteinander verknüpft sind. Das Niveau wird immer höher, um Profi zu werden, und ich glaube, Ernährung ist ein Riesenfaktor. Und ich glaube, desto früher die Jungs das lernen, sich gesund zu ernähren, desto besser ist es. Bei den heutigen Nachwuchsköchen kommt diese außergewöhnliche Trainingseinheit richtig gut an. Ist eigentlich schon schön, da lernt man halt neue Gerichte kennen und dann lernt man auch, wie man kocht. Macht Spaß, mit der Mannschaft zusammen zu sein. Ist eine Abwechslung. Kochkurs ist bis jetzt sehr lustig. Ich glaube, dass die Mannschaft zusammenschweißt. Und ich glaube, keiner kann sich über ein gutes Essen am Abend beschweren. Und gut ernährte Jungs lassen beim Fußballspiel eben auch nichts anbrennen. Wir wünschen guten Appetit.